Schulfüller, Teil 4 der Serie. Diesmal geht es um den Schulfüller von Staedtler. Füllhalter von Staedtler. Hier sehen wir den Namenszug Staedtler. Hier zwei Modelle. In dieser Verpackung kommt der Füllhalter. Hier, genau so wird es aufgedreht. Hier haben wir auch mal den Preis, 11,80 Euro. Okay, wir gucken uns das an. Einmal das Linkshändermodell. Ne, dieses ist das Rechtshändermodell. Die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Anordnung der Griffmulden. Hier das Linkshändermodell. Beide befüllen wir mal schnell und gucken uns an, wie sie sich schreiben. Hier haben wir das Linkshändermodell, das schon befüllt ist. Den anderen befüllen wir gleich. Und wir sehen, die Kappe, die rollt wirklich nicht vom Tisch und ist wirklich stabil. Da kann man wahrscheinlich auch mal drauf treten. Das ist ja bei Schulfüllern immer das Hauptproblem, dass die Kappe zertreten wird. Okay, also die rollt wirklich nicht vom Tisch. Wir brauchen auch keinen Clip, denn welcher Schüler wird sich schon den Füllhalter wie ein Büroangestellter in die Hemdentasche stecken? Hier auch, wir sehen es hier, die Wegrollsperre. Das klappt also sehr schön. Wie gesagt, der wird befüllt mit ganz normalen Patronen. Hier passt auch die Ersatzpatrone rein. Hier sehen wir den Stand. Hier ist also noch die Hälfte, gut die Hälfte Tinte drin. Hier also die Standardpatrone. Wir befüllen auch das Rechtshändermodell. So, hier die Standardpatrone. Wir sehen also, der liegt sehr gut in der Hand. Die Griffmulden sind nur angedeutet und wir gucken uns mal an, wie dieser Füllhalter schreibt. Wir zoomen uns etwas ran und jetzt gucken wir uns mal an, wie dieser Füllhalter schreibt. Ich hatte ja schon gesagt, wir nehmen das Wort Hallo. Die Kinder schreiben ja entweder ihren Namen oder Hallo. Wir sehen, wie auch bei den Pelikanfüllern diese Feder schreibt perfekt, keine Aussetzer. Und wie gesagt, die typische Schulfüllerform. Wir sehen vorne die aufgesetzte Kugel, die das Schreiben natürlich gewaltig erleichtert. Der Füllhalter muss nicht immer exakt aufgesetzt werden, sondern wenn man ihn so aufsetzt, dann pendelt er sich schon in der richtigen Schreibrichtung ein. Aber Hallo, genau, also ein weiterer, sehr stabiler, gut gemachter Füllhalter mit Wegrollsperre, mit Tintensichtfenster, Griffmulden und einer hochwertigen Feder und einer stabilen Kappe.